Die Aimpoint-Drückjagd. Eine Jagd der absoluten Spitzenklasse mit hochkarätigen Gästen. Im grünen Herzen Schwedens waren wir zu Gast. Drei volle Tage waren für das Spitzenevent geplant. Begonnen haben wir im Schießkino, der Ort, an dem Jägerlatein auf die Realität trifft und der Jäger sein Können unter Beweis stellen muss. Die ersten Stunden befassten wir uns mit der Theorie des flüchtigen Schusses. Eric ist der leitende Schießausbilder bei Aimpoint und ein absolutes Urgestein. Ein Mann vom Fach mit unendlich viel praktischem Wissen. Nach der Theorie folgt die Praxis. Wir schossen die Büchse und das Aimpoint Acro 2 auf jagdliche Munition ein. Geschoss der Wahl für das Event war das Norma Echo Strike. Ein bleifreies, monolithisches Geschoss, das seine exzellente Wirkungsweise und Zuverlässigkeit schon auf vielen Drückjagden von mir unter Beweis gestellt hat. So, we're done for today with shooting. So, wir sind fertig für heute. Wir hatten eine tolle Zeit hier im Schießkino mit großartigen Tipps vom Schießausbilder. Ich fühle mich jetzt deutlich sicherer mit dem Umgang des Aimpoints und glaube, wir sind bereit für die Jagd. Der erste Jagdtag. Ich bin unendlich gespannt und kann es kaum erwarten, das neu erlernte Wissen von gestern in der Praxis umzusetzen. Die Jagdgründe sind absolut legendär. Högestad und Christinhof heißt das Revier. Wir jagen auf 5 der 13.000 Hektar. Wir jagen auf Rotwild, Dammwild und Saum. Wir sind an unserem ersten Stand angekommen und das wird nicht einfach. Es ist knackig kalt. Anwechselndes Wild werden wir dadurch frühzeitig hören können. Mal schauen, was passiert. Der erste Trieb ist vorbei, zwei kommen noch. Das sieht richtig vielversprechend aus. Zwei Stück Schwarzwild haben uns angewechselt. Beide konnte ich sauber strecken. Zwei Frischlinge. Das Blonde hier war noch etwas schwächer. Das lief doch gut für den Anfang. Egal wo ich auf der Welt jage, unser jagdliches Brauchtum begleitet mich. Der letzte Bissen und die Bruchvergabe sind untrennbar mit der Jagd verbunden. Es erdet mich, ehrt das Wild und zeugt vor Respekt gegenüber der Kreatur. Das letzte Treiben des Tages, enorm schwierige Position. Die Sonne geht genau dort unter, wo wir anwechselndes Wild erwarten. Mal schauen, was passiert. Ein fantastischer erster Jagdtag neigt sich dem Ende zu. Im letzten Treiben hatten wir leider wenig Glück. Ein Bock kam recht nah, das war es dann aber auch. Die meisten Schüsse kamen aus dieser Richtung. Ich bin absolut zufrieden mit der Norma Echo Strike und dem Aimpoint Acro 2. Mal schauen, was der morgige Tag uns bringt. Safety.
Wir sind an unserem ersten Stand heute. Das zweite Treiben hat begonnen. Wir haben einen absoluten Top-Stand bekommen. Hoffentlich bekommen wir ein Stück Dammwild. Selbst der beste Stand ist kein Garant für Erfolg, wenn das kleine Quäntchen Glück ausbleibt. Leider hatten wir Möglichkeiten zum Schuss nur auf Hirsche. Männliches Dammwild war allerdings bereits zu. Die weiblichen Stücke waren mir einfach ein bisschen zu riskant, deswegen ist der Finger gerade geblieben. Aber das ist Jagd. Hoffentlich haben wir im dritten Treiben mehr Glück. So, das erste Dammkalb liegt. Sauberer Treffer mit sichtbarem Lungenschweiß. Wieder hat die Echo Strike genau das gemacht, was sie soll. Das letzte Treiben eines absolut fantastischen Events. Ein wundervolles Event neigt sich dem Ende zu. Danke an Aimpoint, danke an Norma, danke Merkel. Es war ein Wahnsinnserlebnis. Wir waren recht erfolgreich und ich kann gar nicht deutlich genug sagen, wie beeindruckt ich von solch einer fantastischen Organisation bin.